Wir sind eine Familie, wir hängen zusammen. Apropos, habt ihr eigentlich mal wieder gebumst? Wie denn? Abends bin ich müde, ich habe keine Zeit für Sport, ich fühle mich fett und hässlich. Ich bin so eine richtig olle Mutti geworden. Dann hör auf, dich wie eine zu benehmen. Boah, Mann! Was bist du denn für ein... Arsch. Das Bild, das wir von uns haben, entscheidet über unser Selbstwertgefühl. Aber seid ihr denn nur euer Aussehen? Irgendwie bin ich einfach unsichtbar geworden. Du siehst mich kaum noch an. Na klar schaue ich dich an. Du sitzt mir schlicht gegenüber. Ich will auf den Laufsteg. Lass es mich noch mal probieren, bitte. Aber so geht das nicht, das muss runter. Hat jemand vielleicht einen Keks? Du gibst dir Zucker? Das ist aber krass. Lass doch mal diese Mutti-Gruppen. Du musst mal wieder arbeiten. So, Milch ist im Kühlschrank. Oh, Sonja, du kannst jetzt nicht einfach... Warum muss ich denn jetzt plötzlich alles ändern? Du gehst einfach davon aus, dass sich für dich nichts ändert und für mich alles. Dieses ganze Beziehungskonzept, ich glaube da gar nicht dran. So einmal Sex, das bin ich leider nicht. Ach so, ich will einen Tanzkurs mit dir machen. Ich muss nicht mehr machen, was du willst. Ich muss nicht mehr sein, wie du willst. Ich will einfach nur noch ich sein. Und warum wollen die dich nicht mehr? Weil ich nicht richtig aussehe. Und wie sieht man richtig aus? Du bist doch einfach so viel. Du musst mehr arbeiten, du musst Sex haben. Du musst deinen Körper akzeptieren. Ich bin aber nicht okay mit meinem Körper. Schon besser. Wir müssen aufeinander achten. Ein Zusammenspiel von Anziehung und Distanz. In Liebe bin ich nicht so gut. Ja, aber du machst es doch schon. Du liebst mich doch schon. So was sagt man noch nicht. Ich finde, du siehst schön aus. Das in der Mitte, oder? Ja, habe ich auch gedacht.